Jo Leute, willkommen zu einem neuen Shop-Video hier auf meinem Kanal. Ihr seht schon im Hintergrund, ich habe meine 200 V-Bucks ja nicht bekommen. Von dieser Lackierung, die ja irgendwie durch einen Bug 500 statt 300 V-Bucks gekostet hat. Und jetzt haben alle Leute, ich denke mal alle Leute, also ich habe zumindest die 200 V-Bucks dafür wiederbekommen. 200 V-Bucks mehr in der Tasche, um uns hier was Schickes kaufen zu können. Dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt auch mal direkt den heutigen Fortnite-Shop an, wo wir einen neuen Skin drin haben. Hier auf der linken Seite noch eine neue Hacke und eine neue Lackierung auch noch dazu. Mobster-Skin ist da. So schaut er aus. Die Augen sind ja mega geil. Dazu gibt es auch noch ein Backpack, so ein Fressnapf, wo noch ein paar Reste drin schwimmen anscheinend. Ja, die bewegen sich sogar. Jo, sicker Skin, gefällt mir. Also, ich finde, ohne Kapuze hätte der bestimmt nochmal geiler aussehen können. Also, wenn die Kapuze jetzt nicht da gewesen wäre. Vor allem, weil man spielt den ja immer nur von hinten, ne? Also, man sieht es ja immer nur von hinten. Deswegen ist es ein bisschen schade. Dazu haben wir auch noch eine neue Hacke, nämlich den Kauknochen. Schauen wir uns mal den Sound an. Hört sich irgendwie so ein bisschen hohl an, okay. Aber schaut ganz cool aus. Ich mag diese vergoldeten Items. Und dann gibt es noch eine neue Lackierung, die Wuff-Lackierung. So schaut sie aus. Schauen wir uns mal die Modelle an. Die sind ein bisschen aussagekräftiger. Ja, schaut doch ganz nice aus. Die Farben passen auf jeden Fall gut zusammen. Ja, für 300 V-Bucks ist in Ordnung. Ich glaube, ich werde mir aber heute eher den Skinny holen. Der hat auch extrem dünne Beine. What the fuck? Schaut euch das mal an, ey. Der hat ja richtige Stöckchenbeinchen. Trotzdem lustiger Skin. Das sind dann die neuen Items heute drin. Falls ihr hier nichts Neues mehr verpassen wollt, ich stelle euch jeden Morgen den neuen Shop vor. Zeige euch jeden Morgen alle neuen Items. Deswegen, wenn ihr nichts mehr hier im Fortnite-Shop verpassen wollt, dann lasst gerne jetzt schnell ein Abo da. Einfach mal jetzt schnell runterscrollen und auf Abonnieren klicken. Und falls ihr schon abonniert habt, gerne einfach mal kurz die Glocke aktivieren. Dann bekommt ihr morgens auch immer eine Benachrichtigung, was halt Neues im Shop drin ist. Und ihr werdet hier nie wieder auch nur einen neuen Fortnite-Skin verpassen. Es lohnt sich also, die Glocke zu aktivieren. Und dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem Pest-Skin. Da finde ich eigentlich den Backpack ganz nice. Den Skin selbst feiere ich jetzt nicht so. Dafür finde ich hier den Skin umso geiler. Die Geiße ist ein richtig geiler Skin. Auch dieser Mantel hier ist ein bisschen animiert. Also der wackelt quasi mit, wenn man sich bewegt. Dazu gibt es auch den Heroldstab mit diesem Sound. Und natürlich auch noch den Gleiter, das Lampenlicht. Ist ein bisschen teuer dafür, dass eigentlich nur diese kleinen Lampen da dran wackeln. Ich glaube, die V-Bucks würde ich wahrscheinlich eher sparen. Kommen wir schon zur rechten Seite. Wie immer könnt ihr auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr habt gestern wieder übertrieben. Ihr habt, glaube ich, fast 7000 Likes geknackt. Mega nice. Vielen, vielen Dank aktuell für den krassen Support. Apropos Support, wenn ihr euch heute irgendwas Neues im Shop holt, könnt ihr natürlich gerne meinen Creator Code Snoxy eintragen, wie mein Kanal, mit einem kleinen I am Ende dran. Ich sage es immer wieder, würde mich riesig freuen. Vielen, vielen Dank an wirklich jeden einzelnen Supporter. Machen wir weiter, nämlich mit der Waffenexpertin. Cooles Skin. Für 1200 V-Bucks vor ein paar Tagen war ja der männliche drin. Vor allen Dingen, sie kostet einfach 1200 und er nur 800. Naja, egal. Okay, da haben wir noch den Fußwahnsinn. Mit so einer krassen Blinklicht-Animation hier bei den Füßen. Ja, für den Preis auf jeden Fall in Ordnung. Dann haben wir noch die Sturmtyperin drin für 800 V-Bucks. Einer der Default-ähnlichen Skins. Leider finde ich den sogar fast am schwächsten, weil er halt wirklich sehr, sehr nach einem Default-Skin aussieht. Da muss ich sagen, finde ich Kommando deutlich cooler. Der ist zwar heute nicht drin, aber da würde ich wahrscheinlich eher auf den Kommando-Skin warten. Dann haben wir noch den Scheinschläger drin mit diesem Sound. Ja, habe ich mir geholt, aber dann ziemlich wenig gespielt, würde ich euch, glaube ich, eher nicht empfehlen. Es sei denn, ihr feiert den Bananenskin und spielt den die ganze Zeit, dann passt es natürlich sehr gut dazu. Dann haben wir noch den sauberen Groove. Ja, jetzt nicht so spektakulär, da würde ich wahrscheinlich eher den Fußwahnsinn holen. Und im letzten Slot schon lange nicht mehr drin gewesen, der Globetrotter mit so einer Landkarte oben drauf. Ja, jetzt nichts Krasses, aber für den Preis eigentlich in Ordnung. Und jo, das war's dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Wie gesagt, falls ihr neu seid, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr hier in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, keine neuen Skins. Und ja, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Wir hören uns, wie gesagt, spätestens morgen wieder und dann haut rein. Macht's gut. Tschüss. Hey YouTube, what's going on? This is iTalkFortnite back again with another item shop video. Today is May 25th, 2019. Hopefully you guys are doing well today. If you're new around here, make sure you subscribe because I do post these daily as well as other content throughout the week. Sorry with the lack of uploads, by the way. Definitely should have a new video out by tomorrow. And yeah, I kind of figured this was going to be the skin we were going to get today. It's called Doggo. Comes with the backbling Chow Down. Ugh. Ew, the food moves, too. Wow, look at him. Well, we're definitely getting it. Yeah, I kind of figured we were going to be getting this skin today just because of the loading screen kind of gave that away just a tad. Comes with the harvesting tool Chew Toy. We'll definitely buy that. It's a golden bone. It doesn't look like a Chew Toy to me, though. And the rough wrap. Another wrap. My God, it's like look at the models. It's not bad. I'll buy this too.
It's not terrible. God, they are really going ham with the raps as of late. My God, Plague is back. Scourge is back. I see this set way too often. Herald's Wand. And the Lamplight Glider. Moisty Merman, Leviathan, come on, any one of those, that would have been nice. Munitions Expert, great skin. Clean Groove is back. Oh. That's literally a dog in a hoodie, dude. Assault Trooper is back. Oh, the Globetrotter Glider is back. Interesting, I thought that wasn't going to come back for till Earth Day, surprising. Peely Pick, and the Crazy Feet emote. Decent emotes. Eh, shop's alright. Hope you guys enjoyed, though. If you did, let me know with a like and comment down below what you think about the shop. Subscribe for daily content. Have a good one now. See ya.